Sigi Müller. Ich hörte, Sie werden diese Woche entlassen. Kommt gerade frisch aus dem Knast. Und hat jetzt nur ein Ziel. Wo ist die Kohle? Hab ich vergraben. Aber da gibt es leider ein winziges Problem. Also ich stand da neulich noch nicht. Wieso vergräbst du das scheiß Geld denn bitte auf einer Baustelle? Ja, ich dachte, die verlegen da bloß so Rohre. Und? Ich suche einen Heizungskeller und grab mich ran ans Geld. Eine super Lösung. Universalschlüssel bekomme ich dann auch als Lehrer, oder? Sie sind nicht verbeamtet, nehme ich an, ne? Nee, nicht so. Ich arbeite ja morgen. Aushilfslehrer. Ach, wir arbeiten auch hier. Mein Beileid. Wegen dem Lehrerplan. Können wir uns da mal treffen, ein bisschen austauschen und so? Wegen des Lehrplans? Ja, hab ich doch gesagt. Sie sind ein Bruder, Mann! Der nackt mich nicht an hier. Wo ist das Klassenbuch? Am Schrank. Ah! Diese Wichser! Ich will, dass diese Klasse unter Kontrolle gebracht wird. Und jetzt hat das deutsche Bildungssystem... Unterricht hat angefangen! Ein Problem mehr. Oh mein Gott, das ist Lukas! Ah! Ey, das ist 5G! Das geht vielleicht nie wieder raus, die Behinderte! Mach deinen Job. Ich kann Frau Gerst auch sagen, dass du nur Filme guckst und die Kindern Angst machst. Ey, wie soll ich die zum Lesen kriegen? Die sind geisteskrank. Wieso hast du eine Tüte auf dem Kopf? Boah, bitte nicht wieder KZ. Presse jetzt! Heute waren wir auf einem Ausflug. Ja, bitte nicht aufwecken, Hamela, bitte. Dann müsstest du aber in die Theater-AG. Ja, okay, Mann. Aber lassen die scheiß Brustwarze in Ruhe. Julia, sofort zu, ich will ficken. Zack, zack, zeig mal Möpse. Wir schreiben das um, das wird cool. Von den Machern von Türkisch für Anfänger kommt die geilste Doppelstunde deines Lebens. Deine Schülerin weint. Chantal. Ja? Oh, leise. Fuck you, Goethe. Weiter rechts. Ja, mach jetzt. Ja. Sind Sie Lehrer? Ab 7.11. nur im Kino.